Bernd Hoffmann hat nach seiner dauerhaften Berufung zum Vorstandsvorsitzenden vor zu großer Euphorie beim Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV gewarnt. Anthony Joshua und Alexander Povetkin haben sich vor ihrem Weltmeisterschaftskampf am Samstag 22.50 Uhr live auf der ZN auf der finalen Pressekonferenz geäußert. Dabei zeigten beide Kämpfer großen Respekt vor ihrem Kontrahenten. Bernd Hoffmann, 55, hat nach seiner dauerhaften Berufung zum Vorstandsvorsitzenden vor zu großer Euphorie beim Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV gewarnt. Wir bleiben ein Verein im Krisenmodus. Wir haben eine wirtschaftlich unglaublich herausfordernde Situation, sagte Hoffmann am Donnerstag. Die Roma-Ikone hätte sich zu seiner aktiven Zeit namhafte Verstärkungen bei den Giallo Rossi gewünscht. Allerdings passten diese nicht ins Budget. Im Kampf um die Nummer 1 beim FC Arsenal hat der Neuzugang Bernd Leno zurzeit das Nachsehen. Unai Emery verrät, wie jeder Torhüter ins Spielsystem perfekt eingegliedert werden kann. Dortmunds Trainer Lucien Favre hat auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass der BVB im Spiel gegen Hoffenheim wahrscheinlich auf 3 Spieler verzichten muss. Sportdirektor Michael Zorc lobt den Geist seines Teams. Die Deutsche Fußballliga weitet ihre Aktivitäten im Bereich E-Sport aus. Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, können die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga in dieser Saison erstmals direkt gegeneinander antreten und den deutschen Clubmeister im E-Football ausspielen. Kooperation ist die, dass PSG-Offensivtrio um Neymar, Kylian Mbappé und Edinson Cavani enttäuschte gegen Liverpool. Dafür gibt es nun harte Kritik. Das Champions-League-Spiel in Brügge verpasste Paco Alcácer verletzt. Ob er dem BVB in Hoffenheim zur Verfügung steht, ist noch offen. Borussia Dortmunds Trainer zeigt sich begeistert ob der Flexibilität von Marco Reus. Der Offensivspieler könne überall spielen und Chancen für sich und seine Teamkollegen kreieren. Die Europa League startet in die Saison 2018/19 und DAZN zeigt alle Spiele live. Neben den Einzelspielen zeigt der Streamingdienst auch eine Konferenz, bei der ihr mehr als nur ein Spiel gleichzeitig verfolgen könnt. Hier gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss womöglich auch im Auswärtsspiel am Samstag, 15.30 Uhr, Sky, bei der TSG Hoffenheim auf den Einsatz von Neuzugang Paco Alcácer verzichten. Der spanische Stürmer, der bereits am Dienstag beim 1:0-Sieg in der Champions League in Brügge nicht mitwirken konnte, laboriert Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag, 15.30 Uhr. Weiter um die Rückkehr von Rafael. Der Brasilianer hatte bereits beim 2:1-Erfolg gegen Schalke am letzten Spieltag wegen Wadenproblemen gefehlt. Rafaels Einsatz bei seinem Ex-Verein soll der FC Bayern München hat auch zum Champions-League-Auftakt bei Benfica Lissabon gewonnen und blieb in dieser Saison somit verlustpunktfrei. Das liegt vor allem an Trainer Niko Kovac, der stets aufs Neue ein goldenes Händchen beweist. Holstein Kiel muss im Zweitliga-Heimspiel am Samstag 13.00 Uhr Sky gegen den VfL Bochum ohne 2 verletzte Leistungsträger auskommen. Torjäger Aaron Seidel zwingt eine Fersenreizung zu einer Pause, wegen Rückenbeschwerden steht Mittelfeldspieler Steven Leverenz gegen den Ex-Bundesligisten nicht zur DWM-Titelverteidigung von Manuel Char am 29. September in Köln ist wegen einer positiven Dopingprobe des Schwergewichtlers geplatzt. Dies erklärte sein Management am Donnerstagmittag in einer offiziellen Erklärung. Wegen eines Magen-Darm-Infektes steht Mittelfeldspieler Josip Brekalo dem VfL Wolfsburg im Bundesliga-Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, Sky gegen den SC Freiburg möglicherweise nicht zur Verfügung.
Der Kroate konnte am Donnerstag nur ein leichtes Ausdauertraining auf dem Fahrrad absolvieren. Sollte der Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat in seiner Karriere schon mit dem ein oder anderen Weltstar gearbeitet. Im Interview verrät er, wer für ihn die derzeit Besten der Welt sind. Weltmeisterkapitän Philipp Lahm wird beim 37-Sportpresseball in Frankfurt, Main als Legende des Sports ausgezeichnet. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Das Event, das in diesem Jahr am 3. November unter dem Motto Tanz auf dem Olymp stattfindet, ist seit 1981 einer knapp eine Woche vor der Vergabe der EM 2024 kann der Deutsche Fußballbund DFB auf die große Unterstützung der Bevölkerung bauen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsinstituts Forsa, die der DFB veröffentlichte, befürworten 74% der Bundesbürger über 16 Jahre eine EM in Deutschland.